noch eine kleine Episode zu Hollensteins mit Vera oder Vera mit Hollensteins. Und zwar geht es um Tee. Und die Temperatur des Tees. Wie man oft sieht bei den Aufnahmen von Vera, hat sie mehrere Krüge auf dem Tisch mit meistens Tee drin und Wasser und so weiter. Und der Punkt war, dass die Temperatur genau stimmen musste. Also sie hat natürlich das Wasser heiß gemacht, aber dann musste sie es wieder abkühlen. Das hat dazu geführt, dass ich an einem Sonntagmorgen nach einem Seminar bei uns im Ort in ein Restaurant gegangen bin. Also ich ging in mehrere Restaurants, weil es war nicht so einfach, weil ich musste Eiswürfel haben. Und dann schlussendlich bin ich in den Ochsen hineingegangen und habe da gesagt, ja, fragen Sie mich jetzt nicht, ich brauche einfach Eis. Und zwar Eiswürfel und zwar in diese Kanne hinein. Und das war so ein Highlight. Da hat man mich nicht mal schräg angeschaut. Die haben mich ja nicht mal gekannt. Die haben da Eiswürfel reingemacht. Und ich habe mich bedankt und bin da wieder rausgegangen. Und ja, Vera war glücklich. Sie hat ihre Eiswürfel, um die Temperatur genau abzustimmen. Und ja. Also das war natürlich noch zu einer Zeit, heute kannst du ja an jede Tankstelle fahren und da Eis holen, aber damals war das halt noch nicht so überall, also es gab es noch nicht, also war halt ein Restaurant oder ein Hotel war quasi dann Die einzige die einzige Rettung, die letzte Chance. Rettung, ja. Und das mit dem Tee war, also Tee habe ich ja vor allem gekocht, also wenn Vera auf Seminartour war, entweder war sie bei uns, weil hier das Schweizer Seminar war in Gossau, oder sie war auf der Durchreise. Auf jeden Fall brauchte sie immer Tee. Also da stand dann nicht ein, zwei Thermoskannen in meiner Küche, sondern da standen meistens drei, vier Thermoskannen, weil einige waren ja immer in Gebrauch, die eine vielleicht mit ganz heißem Tee, die andere mit lauwarmem Tee. So konnte sie dann so mischen, bis die Temperatur gepasst hat. Und ja, also nur schon das Tee kochen und auch die Verpflegung, das war schon auch eine, ja, da war man beschäftigt. Also das musste ja rund um die Uhr, musste das vorhanden sein. Unsere Kinder waren damals noch klein und ich weiß doch, also nur schon das einigermaßen alles aufrechtzuerhalten. Also wir sind da eigentlich fast jedes Mal fast die Blumen draußen vertrocknet, weil man hatte keine Zeit für solche Sachen, sondern da war Vera, ihr, keine Ahnung, Eisbergsalat musste da sein, dann braucht es immer eine Kürbissuppe, egal welche Jahreszeit war, weil sie die geliebt hat. Wir hatten immer Kürbisse im Tiefkühler für alle Ja, Fälle. weil das hat sie ja dann nicht verstanden, dass es gerade keine Saison war. Also das war schon auch sehr speziell bei ihr, dass man ja, das war dann so kurz befehlsmäßig, ich brauche noch, und dann wusste man, jetzt musst du Gas geben, das muss jetzt dahin, sonst kann sie nicht arbeiten. Und sie konnte auch sehr sympathisch fragen, was ab und zu passierte, wenn sie wieder da war, dass sie sagte: Ach, ist das ein schöner Teekrug? Und Den nehme ich doch gleich mal ja, mit. dann hatten wir wieder einen Teekrug weniger und Genau, sie wieder gell? einen Gell, mehr. das konnte sie dann so mit einem Zwinkern, gell, den schenkst du mir. Übrigens hat sie es auch mit Tupperware so gemacht, Ja. obwohl sie ja zu Hause, ich habe ja mal in ihrer, also sie hatte, ich glaube, die hat sie sich alle zusammengeflattert wahrscheinlich, oder einen großen Teil davon. Also Tupperware, weil die waren halt praktisch, Deckel drauf, irgendwas rein. Und da war auch immer mal, bei jedem Besuch waren ein, zwei weniger da, weil sie die dann behalten hat. Ja, Ja, aber genau. das gehörte dann irgendwie dazu. Ja, wir gönnen ihr das.